Na gut. Also, schauen wir mal, wie wir jetzt weiter verfahren. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht hatten. Da waren wir, glaube ich, mit Regis unterwegs, beziehungsweise, ja, wir haben den Fleckenwicht haben wir besiegt, beziehungsweise befreit, das war's. Damit der Regis seinen Absud herstellen konnte. Und jetzt muss man mit dem Absud danach Teshnamutna, genau, und jetzt wollen wir quasi hier noch die Fragezeichen, die hier in der Ecke sind, noch beseitigen, genau. Schauen wir mal, vielleicht gibt es noch ein paar Quests, noch was Interessantes. Hier ist ein Höhleneingang, da waren wir wahrscheinlich schon. Gehen wir erstmal hier hinter, mal sehen, was da ist. Das war das hier, Rastamara, die Jagdhütte, genau. Da kommen wir mal hier hin und dahin. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes. Vielleicht gibt es noch irgendwo eine. Weiß ich nicht. Ich wieder nehmen. Lisa-Frucht. Wollte ich jetzt gar nicht. Aber ist okay. Hey! Wo man jetzt dort reinplatzt, muss ich erstmal gucken. Ich wollte jetzt eigentlich mit den Absuden, die ich drin hatte, wollte ich jetzt eigentlich anders arbeiten. Das hier. Oha. Ruinen. Eieieiei. Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Ach so. Wo ist Meister Wolf Schulenausrüstung? Wenn wir schon mal da sind. Da machen wir halt das, ne? Gut. Bevor wir anfangen. Gucke ich noch mal ganz kurz. Tränke, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Irgendein Absud wollte ich wieder reinbasteln. Das war Vitalität 50. Die Regeneration war halt mir jetzt nicht. Feinden zugefügter Tagen, genau. Ach, schwarzes Blut war eigentlich auch wichtig. So, was hat man noch? Gruftweit, wir haben so viele Absurde, das muss ich mal alles nochmal genau angucken. Wahnsinn. Ich müsste schon. Ja. Ich denke mal, der ist ganz gut. Falten zugeschickter Schaden regeneriert Vitalität. Wir hatten das andere nicht. Nee. Nee. Das war anders. Ich hatte irgendeinen anderen. Den hatte ich. Genau. Genau, und den trinken wir jetzt sowas mal. Warum ich den, ach hier, guck mal. Isabella Duchamp. Was haben wir denn hier? Logbuch. Ausgrabung von der Akademie von Ochsenburg abgezeichnet. Ziel ist es, uralten Elfenruinen von was zu untersuchen und die mit Hilfe von Lila Rubins von Art Kynal einen Zugang zu den darunter befindlichen Katakomben zu finden. Wir sind sozusagen eingetroffen, Meister, bla bla bla. Eingang der Katakomben wird tatsächlich von einer Barriere versperrt. Wir müssen die Rückkehr des Hexers warten. Er soll den roten Rubin verwenden, um unlösbar zu sein. Sie waren Gelehrte. Sie hätten wissen sollen, dass die Passagen da drin nicht umsonst blockiert waren. Ah. Gut, dass sie nicht versucht haben, ohne einen Hexer da reinzugehen. Autsch. Hinter den Eingang unter den Ruinen. Und hier geht's runter. Na, klasse. Sollte ich jetzt mal hier runtergehen? Ja. Ich denke schon. Ich meine, wir sind ja letzten Endes einer von der Wolfsschule. Da können wir mal gucken. Geralt. Können wir schon mal da sein. Gab es doch irgendwann einen Einstieg? Geralt? Gibt es hier irgendwo? Ich will jetzt nicht sterben. Einfach auf 5 drücken. Ah, hier gibt es benutzen. Da ist du. Sehr gut. So, weiter geht's. Hinunter. Yippie. Oh, was ist denn hier? Muss mal Pilze essen. Hier gibt's eine Truhe. Sewandpilze. Dann gibt es hier noch irgendwas anderes. Hier kommt man nicht weiter, oder?
Nö. Ist einfach nur ein Loch im Boden. Das ist wahrscheinlich das Loch im Boden, was sie probiert haben auszubuddeln und kommen nicht weiter. Und jetzt wollen sie das andere... Oder, ne Quatsch, der Hexer ist dort rein. So rum war es ja, ne, genau. Der Hexer ist dort rein und ist zusammengestürzt alles. Jetzt suchen wir uns mal den zweiten Eingang. Wo ist er denn? Eingang. Markierung, Eingang. Meiner Höhe. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Okay. Und der ist dann wohl hier drin, oder? Ah, guck mal hier. Okay. Zack. Was haben wir denn hier Schönes? Es ist ein... Oh. Herrlich. Gleich mal gucken. Das wollen wir noch gleich ausnutzen. Großes grünes Mutagen haben wir natürlich jetzt nicht. Machen wir das nächste Mal. Schade. Machen wir das nächste Mal im Häuslichkeitssinn. Was haben wir denn hier? Zerwandpilze, Nostrix. Kann man das gebrauchen irgendwie? Hauptmann Saison. Wächterstief. Gibt bestimmt gutes Geld. Können wir immer brauchen. So, jetzt ist hier wahrscheinlich nicht der Eingang, den wir gesucht haben. Und es gibt ein bisschen Kohle. Okay, da gehen wir wieder raus. Schade. Sind wir überladen oder wir laufen jetzt so langsam? Ich sollte mich umsehen, sagt er. Hier sollte ich... Was ist hier los? Das sind Wölfe wahrscheinlich. Okay, okay, ich habe Angst. Noch ein Eingang. Okay. Aha. Los? Irgendwas? Wie schön das gemacht ist, diese Elfenruinen hier, das ist schon Wahnsinn. Aha, hier unten ist ein Eingang. Hier oben ist ein Eingang, hier unten noch einer. Oder was, oder wie? Was ist hier oben? Und ihm hier? Er hat selber Florin noch da gelassen. Das ist gut, danke dir. Bist ein netter. Kohle kann ich immer brauchen. Ich bin so ein armer Hexer. Also, das ist dann höchstwahrscheinlich dann der Eingang. Da müssen wir jetzt hin. Da gucken wir mal. Okay, hier ist irgendwas... ein Portal. Das ist jetzt natürlich der Portal, den der Hexer genommen hat. Magische Barriere. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nee. Mir jetzt eigentlich nicht so auch nie. Großmaster Wolf schon Rüstung. Benutzen. Ja. Okay. Alles klar. Jetzt müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Da liegt ja wahrscheinlich irgendwo der tote Hexer rum. Ah. Komisch, dass der gleich gerade hier liegt. Ist das hier? Georg Herberts Brief. Wer ist Georg? Ja, Reis abzuraten. Der kann. Niedere Bienen von Rinnen gefunden hat. Also ich. Du musst wissen, dass der Hexer endlich zurückgekehrt ist. Der Rubin hat ihre Barriere entfernt. So konnte ich das Innere erkunden. Stell dir vor, der Hexer hat den Durchgang. Diese Duchamp beinahe geschwatzt. Das ist ja. Hexer hatte recht, wir hätten niemals hineingehen sollen. Der Ort ist verflucht. Okay. Dann nützt ja nur alles nicht. Sind wir immer hier. Benutzen. Achso, es ist auf. Gut. Ich hab's gerade. Na, ist mal vorsorglich schon mal. Etwas mehr Licht wäre nützlich. Etwas mehr Licht wäre nützlich, ja, ich weiß. Tut mir leid. Wir brauchen erstmal Mondstabpumpe. Nee, das ist doch eigentlich kontraproduktiv. Wir haben doch alles Geisteröl. Ist es Geisteröl. Auf das Silberschwert. So, warte mal, Bestiarium. Wir warten das gleich mit den Geistern. Das hatte ich jetzt lange nicht. Auf jeden Fall erstmal Irden und
Irgendwo im Geist. Und Staubbombe, sag ich doch. Auf geht's. Mach doch nicht bei sowas mit mir. Grüne Zippe, ey. Heiland. Ja, ja, wild. Diese Zippen, muss rumzippen. Was ist denn hier los? Was bist du für einer? Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Okay, da sind sie von irgendwas geflohen, höchstwahrscheinlich. Hier kommen wir bestimmt nicht durch, oder? Was ist mit dem los? Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Mhm. Zwangpilze. Komm mal hier rein. Abgeschlossen. Wer hätte es denn gedacht? Das ist hier. Achso, noch mehr Leichen. Wenn ich den jetzt sage, hier, das soll das untersuchen, sagt er mir, die Leichen haben versucht, den Ausgang zu erreichen. Okay, dann ist das so. Also ein paar Gäste. Wieso, ich habe das doch gar nicht kaputt gemacht jetzt. Ist doch in Ordnung. Jetzt zugestürzt. Ach, das war wahrscheinlich der Gang. Hier sind sie raus und dann ist irgendwie alles eingestürzt. Okay, und wir müssen jetzt versuchen, hier durchzuschlagen. Aha. Was ist das hier? Okay. Was ist denn, Junge? Tut mir ja auch leid, dass ich dich jetzt gerade in deinem Winterschlaf gestört habe, mein Freund. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn du dich einfach weiter schlafen gelegt hättest. Ruinen des Thermespalastes. Jo. Immer diese Pilze. Was will ich damit? Oh je. Ist das schon das Seher da drin? Ich hab so Schiss. Geht das nicht? Jetzt alle ziemlich undurchsichtig aus, aber irgendwie haben wir es heute geschafft. Wieso sind hier noch Geister? Ach, die sind wahrscheinlich unter mir oder über mir. Okay. Was ist hier? Oh, da oben glitzert was. Hier ist was zum Aufnehmen. Aha. Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Hm. Gut. Hat sich sozusagen retten wollen und hat die anderen gerettet sozusagen, dass die fliehen konnten. Boom. Ah ja. Die anderen sollten quasi fliehen. Okay, da oben ist ein Ausgang. Bin ich da rein? Ach, ich bin da reingekommen. Okay, alles klar. Was ist das? Ach so, das ist der Eingang. Das ist der andere Eingang. Ist okay. Ein Brief. Was haben wir denn da? Schreibe den Elfenbaum an anderen Seite. Okay. Divitav. Moment, Rechte. Irgendwie vorhanden. Die Menschen von der Sache und überfielen uns im Tempel nach dem Kampf traten gemeinsame Entscheidung. Okay. Das ist ja alles sehr, sehr merkwürdig.
Hier ist auf jeden Fall noch ein Geist. Oh, schon tot. Hat sich entgeist, ist entgeistert worden. Was haben wir hier? Untersuchen. König Divitav. Ach, das ist das Grab von König Divitav. Alles klar. Ist da noch irgendwas? Sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Na, da war das der Rest sozusagen. Es überrascht sein, dass der Meister Thyensaal so einen stolzen Preis für die Großmasterrüstung verlangt. Als Handwerksmeister sucht er wirklich seinesgleichen. Ich habe versucht, dem weisen alten Wesen mir zu. Oh, ja, kein Wesen mehr. Dass das, was er mir da gab, kaum noch durch einen Silberschwert reichen würde. In Kamoran aus bin ich um die halbe Welt gereist, nur vier Puh. Ich muss sagen, also ich muss mich nach Arbeit umsehen. Es ist also ein alter, bekannter aus den Tagen in Kamoran, der hier unterwegs gewesen ist. Also. Ja, und klar. Man konnte jetzt nicht einfach hier durch und den Schlüssel habt ihr verloren. Ja, ist okay. Dann hätten wir das dann auch nicht. Ist okay. Super. Das ging ja besser als gedacht. Dann haben wir die Wolfsschulenrüstung. Die Großmeister-Wolfsschulenrüstung, wohlgemerkt. Die ist cool. Hoffe ich mal. Können wir mal gucken, was macht die so? Harvey. Handwerk. Nee, ich würde eigentlich nicht. Charaktere. Handwerk, hier haben wir es. Die Großmeister Wolfsschulenrüstung. Da gucken wir gleich mal beim Oberkörper. Großmeister Wolfsschule. Aha. Ich würde mal piepen. Was ist denn jetzt der Effekt davon? Wenn man das. Ach, hier. Drei verschiedene Öle zu. Oh! Das ist nice. Aber, ja gut, verzögerungsfreie Bomben, weiß ich nicht. Aber drei verschiedene Öle, das ist cool. Aber im Gegensatz zu, was war das jetzt? Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt habe hier, maximale Anzeige an, ja, also Alchemie-Objekte, ich habe immer eine Bombe mehr und habe immer Getränk mehr. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Außer ein Absolut. So. Die Regis wollten wir jetzt nicht machen. Wir wollten eigentlich dahin. Aber jetzt sind wir immer hier und da gehen wir erstmal dahin. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oh Gott, was ist das denn? Oh nee. Oh Leute, was macht ihr denn mit mir? Jetzt können wir mal gucken, mal hier Axi. Geh weg, du stinkst, ey. Überlegen Quartetscher. Das wäre jetzt eine gute Idee. Das Gift da hängen. Genau. Zack. Ach ne, das war wieder gar nicht. Gut. Hänge irgendwie. Wieso hänge ich hier? Was ist denn hier los? Schließen, halten, halten!
mit dem. Ich kann den nicht angreifen. Heiland. Furchtbar. Aha. Das ist die Reisegruppe von Isabelle Deschamps. Eiersalatbrötchen. Einige Seiten hängt ein klebriges Substanz zusammen. Wahrscheinlich mal in. Okay. Professor ist verschwunden, aber gestern auf. Achso, das ging vom Professor und den Hexer. Okay, alles cool. Gut. Jetzt viel einzusammeln. Professors Tagebuch. Ist das hier noch? Laura Dorn in der Klammer. Laura Dorn. Großes Muttergehen, blau und rot. Ich brauche erstmal grün. Ich würde fast sagen, wenn wir die Fragezeichen hier noch erledigt haben, würde ich erstmal nach Hause gehen. Mich mal schlafen legen und mal. Vielleicht können wir das ja schon machen. Von dem einen zu dem anderen transferieren. Dafür haben wir ja die Werkbank gefunden. Ja, vielleicht mal eine ganz coole Geschichte. Was ist denn das hier? Ist ja nicht weiter, oder? Da kommt ja noch was dazu irgendwann. Ist alles so frei hier. Na dann, rennen wir mal da rüber. Sind wir Meter, da kann man laufen. Schlalali, schlalala. Gott, ja, Mutagene. Boah, herrlich. Wo ist der Mond? Oi, 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 ja, geh mal her, da. Hexermann. Hm? Ist schon ein bisschen a dream, oder? So ein bisschen. So ein bisschen dreammäßig. Halt, wo will ich denn hin? Ich würde da lang. Oh, sag doch was, Leute. Was hier los ist. Vargäste. Mit der Glyphe, mit dem Axi, das funktioniert gar nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ich meine, auf der einen Seite, ja, er ist betäubt. Aber er ist halt betäubt und taumelt. Er greift halt die anderen nicht an. Das finde ich jetzt halt ein bisschen merkwürdig. Aber eindeutig immer gesagt, ja, Axi wird dein Kumpel, es wird eine Marionette und der tanzt mit dir halt. Damage macht das Schwert, ne? Wir sollten das wirklich anders machen. Also dieses Axi, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so richtig. Oha. Oha. Altwolfsmann. Die kämpfen mit meiner Plätze. Ihr Schweine, lasst meine Plätze in Ruhe. Kommt der! Kann man die wahr sein. Warme Plätze. Kann nicht wahr sein. Was? Greif dir einfach mein Pferdchen an. Das ist eine Unverfrechtheit. Achso, wir sind immer noch hier. Das war eigentlich der Punkt, wo wir losgezogen sind. Das ist hier. Oh. Yeah.
Was war das denn? Mehr. Ist nur weg. Ich hasse das. Eine Seite nachher. Wahnsinn. Weißt du, ganz ehrlich. Also mit diesen Axi, das funktioniert. Da hole ich mir lieber ein Quenchschild oder irgendwas anderes. Ist zwar cool mit dem mit der Marionette, dass man denkt, das funktioniert, aber. Ich muss das alles nochmal umskillen. Irgendwie muss ich das mal machen, dass ich das mal umskill. Finde ich nicht so schön. So, haben wir jetzt hier alles abgegrast, ja. Oh, was ist das? Was ist das hier? Wo bin ich denn nicht schon genug gestraft? Warum jetzt da noch sowas? Ich glaube, das sind Garkins, oder? Sind das Garkins? Das brauchen wir auf jeden Fall. Schwarzes Blut. So, Gott. Die müssen wir uns jetzt gleich mal inhalieren. Tee. So. Dann brauchen wir Mondstab. Okay, ich bin hier oben. Wir müssen die nacheinander abgreifen. Ich glaube, die machen uns kaputt. Level, Alter. Da kommt doch mal einer hierher jetzt, oder wie ist das? Warum? Die schaffen wir jetzt gerade nicht. Ich hab mal eh eine Schwalbe, Alter. Kommst du jetzt mal? Noch einer da oben. Ich musste aber jetzt erstmal noch so eine Vorwärtsrolle machen. Ne? Das fand ich schon jetzt extrem cool. Jo! Hier. Besser nur als Tagebuch. Ich muss sagen, Wächterhandschuhe. Verzugswächter. Transformator. So groß ist mit der Gen rot in blau. Finette. Okay. Was bitte ist eine Finette? Deckenkleckse von dann. Ja, jeder Tag bereue ich, damals gesagt habe. Was ist er wohl dann? Wieder mit der Mayonnaise. Okay.
Kojima Finesse. Okay, was ist das denn für eine Finesse? Super. Ein alter Brief. Mein liebster Noel, das war der Professor, ne? Ach, das ist die Isabelle. Okay, da gab es einen Liebesbrief. Okay, da sind sie wahrscheinlich alle ums Leben gekommen und der Professor hat es jetzt versucht zu retten, aber das ist nicht gelungen. Er ist halt hier von den Guardians getötet worden. Na herrlich. So ist es dann. Soll ich jetzt machen? Bani! Nein! Gut. Ist hier unten noch schon was? Nope. Nope. Gut. Sehr schön. Hat man das auch. Und ich sage, gehen wir jetzt hier zurück und dann haben wir ja hier eigentlich alle Fragezeichen erstmal safe. Also ich würde schon erstmal gerne zu meiner Kurve Bianco gehen und würde nochmal schnell versuchen, ein paar Mutagene herzustellen. Hm. Ist das jetzt da? Ja, da müssen wir hin. Genau. Dieser ertrunkene Mann. Nun denn. Da können wir nämlich erstmal eine Runde schlafen. Können wir uns aufmunitionieren. Dann geht's uns besser. Mit Sicherheit. Jetzt kommst du mit. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Option gewesen, hier dann weiterzumachen, aber wir fahren erstmal nach Hause. Hinten sind auch noch... Oh Gott, hier sind auch noch Fragezeichen. Guck mal hier. Ja, was wir dann weitermachen, wisst ihr schon. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Frech, genau vor der Haustür ist ein Fragezeichen. Was ist da los? Kreuzchen oder irgendwas anderes. Du kannst das Schwert wegstecken, Geralt. Ist okay. Warum? Ich möchte nicht zerlegen, ich möchte herstellen. Alchemie. Okay, dann müssen wir mal in der Alchemie gucken. Alchemie. Alter Waldschrott, Vergiftung. Reduziert in der Basis des Gewichts der Rüstung im Gegenständen. Je weniger Gewicht getragen wird, desto leichter die Rüstung ist. Desto weniger Schaden oder Leiden. Oh, auch nicht schlecht. Mhm. Succubus. Short. Bietet vollständige Resistenz gegen Taumeln und verringert den Niederschlageffekt. Oh, auch nicht schlecht. Was ist das hier? Okay. Starke Schläge verbrauchen sämtliche Ausdauer. Ach, sehr gut. Kombinieren Angriffe starke Schläge. Das wird zu anstrengend. Ja, na gut. Färbemittel für gelbe Rüstung. Bomben. Da fehlt mir Äther. Da fehlt mir. Könnte man alles noch aufarbeiten, ne? Genau. Quest. Tränke brauche ich jetzt nicht. Noch nicht. Öl. Kokomagen? Kokomagen. Wir müssen irgendwo noch einen Kokomagen her organisieren. So großes grünes Mutagene. Eins.
2. Grünes Mutagen. Oh Gott, so viel Mutagen haben wir. Ach, man kann das auch so herstellen. Das ist ja cool. Und wir haben gelernt, ne? Hier Basilikum aus Nazaire können wir pflücken. Das geht. Grünes Mutagen. So, großes grünes Mutagen. Und jetzt können wir hier reingehen. Da, jetzt können wir rein theoretisch hier. Herrlich. Mach ich. Finde ich gut. Das muss ruhig schwitzen, muss das. Und ich werde, denke ich mal, die ganzen Fähigkeitspunkte nochmal rauslösen, weil... Okay, Leertaste. Das ist ja toll. Okay, cool. Ich habe noch einen verfügbaren Punkt frei. Das heißt, ich könnte terrorisieren. Sehr gute Geschichte, das machen wir noch so gut. Aber ich glaube, wir werden dann irgendwann... Täuschung, keine Ahnung. Explodierender Schild. Aktiver Schild. Das Marionette, ich finde, das ist... Ich finde, das ist Quatsch. Das ist absoluter Müll. Haben wir denn irgendwie noch einen Löser dazu? Wir hatten doch irgendwann hatten wir mal so einen Löser gekauft. Entfärber. Nee, entfärben will ich ja nicht. Oh nee, das sieht ja grün aus. Orange. Ich schnieche sie zu hell aus, oder? Das ist jetzt orange? Nee. Giftgrün. Violett. Na, irgendwie sieht das alles irgendwie nicht so richtig aus. Schwarz. Also ich finde, das braun sieht schon am besten aus, oder? Was ist das hier? Das Songstage. Okay. Ja, wollte ich mich jetzt eigentlich nicht damit befassen, eigentlich, aber. Wir müssen irgendwann, muss ich nochmal gucken. Da gibt es bestimmt so einen mittelschen. Ich bin eigentlich so der giftige Typ. Wo mir einfach. Das, was wir an. Richtigen Drogen inhaliert haben, sage ich jetzt mal. Ja, diesen Giftschwellenwert, wenn der erhöht ist, dann machen wir ja mehr Damage. Je vergifteter wir sind, desto mehr Damage haben wir halt. So, ich würde sagen, was ist denn das hier? Rüstungsständer. Kann man hier irgendwas reinstellen? Nö, schließen. Man könnte. Aber müssen wir jetzt nicht. Wir haben ja noch viele Sachen, die wir aufwerten können. Die Hexerrüstung hier von der Joanna. Ah, die Bärenrüstung wäre natürlich auch gut. Aber haben wir es noch nicht. Gut, ich würde sagen, die Winterklinge haben wir noch nicht ausgemacht. Warum nicht? Da müssen wir da nochmal was machen. Gab es hier noch irgendwas, was wir ausstellen können? Da gab es noch was, da gab es was. Ja, Waffenständer, okay. Genau. Die Winterklinge und dieses da. So, ihr wisst gut aus. So, was ist denn das hier? Ui,
Bin ich nicht gerade. Konnte ich das nicht gerade essen hier? Nee. Da muss noch ein Bild hin. Ah, Bilder schon. Okay. Was ist denn hier? Hier steht Marlene rum. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Hm. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Willst du das wirklich? Hm. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe dann wieder Fleckenwicht zugegeben. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Okay. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wir hatten noch so einen Löffel in der Fassana. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Ja. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Nochmal dort reingehen. Oh, klopf, bis du das Richtige findest. Könnte man machen. Das mache ich, danke. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Das mit dem Kochen ist so eine schwierige Geschichte, würde ich sagen. Die Arme hat die ganze Zeit nur Fleckensuppe gekocht. Ach ja, so ein Fleckenwischt. Na gut, wir fragen sie trotzdem mal, wo sie kochen gelernt hat. Sie war ja eigentlich eine höhere Erbin eines Gutes, das Anwesens, ne? Und hat ja eigentlich Bedienstete gehabt und hat selber nicht gekocht. Aber das wird mich schon mal interessieren. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Oh ja. Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Okay. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Das ist schön. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal vorbei. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Das ist doch sehr schön. Da geht sie jetzt sozusagen. Das Hungerspiel. Okay.
Da legen wir uns jetzt mal kurz ins Bettchen. Schlafen wir Rühnchen. Haben wir hier noch einen Rüstungsständer frei? Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir da noch dran hängen. So, jetzt schlafen wir auch schon mal Rühnchen, oder? Sie kann seine Stats ein bisschen aufwerten. Ja, im 8. oder? Ach ne, komm. Reden wir bis um 9. Reicht, du hast deinen Nachttisch gehabt, da kannst du mir länger schlafen. So. Das hat sie gerade gesagt. Wir könnten mal da reingucken. Nee, da ist er ja, ne? Was gibt's denn da zu essen? Da ist er am Blubbern. Okay, okay, okay. Schön. Also noch sehe ich jetzt hier nichts, aber vielleicht irgendwann gibt es da vielleicht was. So, na schön. Das haben wir ja aufgewertet. Boah. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Ist ja alles hell hier. Na da.